In diesem Video möchte ich euch den Unterschied zwischen einem einfachen und einem doppelten Perianth erklären. Das einfache Perianth erkennt man dadurch, dass in der Blütenformel immer ein P angegeben ist. Man sieht auch, dass es sich hier um 6 gleichartige Tepalen handelt. Also in diesem Fall haben wir hier einen äußeren Tepalenkreis. Und einen inneren Tepalenkreis. Im Laufe der Evolution hat sich der äußere Tepalenkreis weiter nach außen gedrängt und ein Teil der Stamina wurde dann zum Kronblatt. Und beim doppelten Perianth haben wir hier also immer ein Kelchblatt und ein Kronblatt. Also hier in der Blütenformel seht ihr grün gefärbt die Kelchblätter und rot gefärbt die Kronblätter. Ihr stößt vielleicht auch ab und zu auf andere Begriffe für Kelch und Kronblätter. Und zwar für Kelchblätter kann man auch Sepalen sagen. Und bei Kronblättern spricht man von Petalen. Also ihr seht schon, es gibt zwei sehr ähnliche Begriffe, und zwar beim einfachen Perianth sind es Tepalen und beim doppelten Perianth Petalen. Ich merke mir das als Eselsbrücke immer so, und zwar das einfache Perianth, das TEP, das steht für Teil eines einfachen Perianths. Vielleicht hilft es euch ja auch weiter. Und eine generelle Erklärung über die Schreibweise der Blütenformel findet ihr dann in meinem nächsten Video. Dankeschön, ciao!